Vielen herzlichen Dank für die Einladung und die freundliche Einführung. Wie aus der Einführung deutlich geworden ist, habe ich mich sehr viel mit Carl von Linné beschäftigt. Zurzeit versuche ich mich davon ein wenig zu lösen. Das erwähnte Welcome-Projekt ist so gut wie vorbei. Es hat ein anderes Leben an der Linnaean Society. Dazu werde ich auch einiges sagen. Aber ich versuche im Moment so meine Gedanken zu ordnen und ein bisschen ins 19. und 20. Jahrhundert voranzuschreiten und mir dort die moderne Naturgeschichte, die Naturgeschichte in der Moderne anzusehen. Und darauf geht auch der Titel dieses Vortrags zurück. Ich habe natürlich gemerkt, als ich so ein bisschen mich befasst habe mit dem Umfeld hier und mit dem Zweck dieser Vortragsreihe, dass so ein hundertprozentig fachwissenschaftlicher Vortrag vielleicht hier nicht am rechten Ort ist. Und ich habe deshalb das Ganze jetzt so ein bisschen in die Ideen eingespannt, die mich gerade bewegen. Und ich hoffe, dass das Durcheinander, was daraus resultiert ist, nicht zu groß geworden ist und dass der Vortrag trotzdem wenigstens ein bisschen anregend wird. Ich möchte mit einem Bild beginnen, das mit Sicherheit alle hier kennen, das vielleicht einigen sogar schon zum Hals heraushängt, ich weiß es nicht. Dafür habe ich es bewusst gewählt. Das ist eines der ethnologischen Objekte hier in der Sammlung, aus der Forster-Sammlung von Cooks zweiter Weltumsegelung, wo auch ein Linné-Schüler streckenweise dabei war. Sparrmann. Das sind die Objekte, wie sie scheinbar zumindest die Öffentlichkeit liebt und die auch immer wieder hervorgeholt werden, um sie zu präsentieren. Farbenfroh, assoziationsreich, emotiv kann man bei diesem Objekt, glaube ich, direkt sagen. Und was auch auffällig ist, vor allen Dingen bei dieser Abbildung, ist, sie kommen ohne Kontext aus. Sie sind einfach nur Objekte und sprechen irgendwie einfach als Objekt. Man muss, um das Objekt ästhetisch zu genießen, nicht viel dazu wissen. Und mir scheint, dass viele Ausstellungen in den letzten Jahren, auch wenn sich Kuratoren, ich war selbst einmal einer, viel Mühe geben, dem gegenzusteuern, im Grunde genommen immer wieder die Objekte in dieser Weise in den Vordergrund rücken. Ich selbst, wie bereits erwähnt, habe mich mit Sammlungen befasst, die etwas schlichterer Natur sind. Vor allen Dingen Linnés Sammlung, die ist heute in der Linnaean Society aufbewahrt. Eine Gesellschaft, die nur für diese Sammlung gegründet wurde, bereits im 18. Jahrhundert. Linnés Witwe hat seine Sammlung verkauft nach England an einen wohlhabenden Kaufmann, Edward Smith. Und der hat die Linnaean Society gegründet und dort befinden sie sich heute noch. Sie sind von außerordentlicher wissenschaftlicher und wissenschaftsgeschichtlicher Bedeutung, aber visuell geben sie nicht viel her. Und ich will gleich mit einem Objekt aus dieser Sammlung beginnen. Sphinx apiformis. Möchte jemand raten, was für eine Art Insekt das ist? Irgendein Vorschlag? Eine Biene? Ja? Ja, sieht so aus wie eine Biene, ist aber keine. Es ist eine Motte, die man vermutlich nur nachts sieht. Und eines der Insekten, die in Linnés Insektensammlung in der Linnaean Society aufbewahrt sind. Den Punkt, den ich hier einleitend zu diesem Objekt machen möchte, ist, dass dies ein Objekt ist, das eigentlich wenig für sich spricht oder wenig sagt, ohne die Texte, die es begleiten. Und das sind nicht nur narrative Texte, sondern es sind ganz eigenartige Texte. Zum Beispiel sind die ursprünglichen Etiketten von Linné mit aufbewahrt. Das ist also hier vergrößert. Kann man sich alles im Internet ansehen. Sie können sogar hier so eine Art Mikroskop simulieren, wenn Sie wollen. Das ist ganz, ganz schön gemacht. Zwei Etiketten in dem Fall. Eines stammt von Linné selbst, das obere. Das untere vermutlich von seinem Sohn. Und eine Nummer
Und ich führe Sie jetzt gewissermaßen so ein bisschen durch die ganzen Texte, die im Grunde genommen zu diesem Objekt dazugehören. Die Nummer verweist auf die Seitennummer in Linnés, in der 12. Auflage von Linnés Systema Naturae. Oder war es die 10.? Jetzt bin ich mir nicht so sicher. Auf jeden Fall, wie Sie sehen, von Göttingen digitalisiert. Das muss man aber natürlich wissen. Es finden sich dann in diesem Text aus dem Systema Naturae Verweise auf Abbildungen in Publikationen von Linné. Hier ein Insektenkatalog einer berühmten Sammlung, wo genau dieses Objekt abgebildet worden ist, das wir eben gesehen haben. Tafel 9, Seite 2. Ein Verweis auf Linnés Fauna Svecica, die schwedische Fauna, wo sich schließlich auch eine Beschreibung des Objekts findet, wo Linné auch genau festhält, dass dieses Insekt oder diese Motte der Größe und der Gestalt nach genauso aussieht wie eine Biene oder Wespe. Ja? Wenn man sich das Ganze dann mal so arrangiert auf dem Schreibtisch oder eben auf einem PowerPoint-Slide, sieht man, dass das Objekt durch ein ganzes Netz von Querverweisen mit Texten verwoben ist. Und man kann es eigentlich nur zur Sprache bringen mit Hilfe dieser Texte. Was hier zur Sprache gebracht wird, ist eigentlich so etwas wie etwas, was nicht gesagt wird. Linné, es findet sich in dem gesamten Werk Linnés, trotz dieser auffälligen Ähnlichkeit, keine einzige Diskussion, dass das eine Motte ist, die aussieht wie eine Biene. 100 Jahre später mit Darwin und Wallace ist das vollkommen anders. Da ist Mimikry das Thema der Naturforscher. Also man kann auf diese Weise schön aufdecken, welche Umbrüche in 100 Jahren stattfinden können in der Naturgeschichte. Und das möchte ich jetzt nach diesem Beispiel ein bisschen ausführlicher durchdeklinieren, wenn Sie so wollen. Ich glaube, dass vor allen Dingen wissenschaftliche Sammlungen Universitätssammlungen, glaube ich, im Besonderen, vor drei großen Herausforderungen stehen. Zunächst einmal haben wir gesehen, dass an dem Beispiel, dass man Sammlungen und die sie begleitenden Texte navigieren können muss. Das ist häufig ungeheuer schwierig. Das sah eben sehr leicht aus, weil ich die ganze Arbeit schon gemacht habe. Aber erstmal herauszufinden, dass die Seite 804 in dem und dem Werk bedeutet, ist nicht so einfach, logischerweise. Dann muss man Sammlungen, glaube ich, historialisieren. Und ich habe hier ein etwas merkwürdiges Wort verwendet, weil es mir nicht einfach nur darum geht, sie zu historisieren, in dem Sinne, dass man sagt, sie sind eben historische Gegenstände, sondern dass in einer Sammlung selbst sowas wie Geschichtlichkeit steckt. In jeder Sammlung, jede Sammlung ist so, die geologischen Metaphern liegen da immer nahe, vor allen Dingen für jemanden, der mal Geologie studiert hat. Jede Sammlung ist sowas wie so ein Schichtpaket in der Geologie, wo man Schichten, Verwerfungen, Aufschübe und sowas identifizieren kann. Und schließlich muss man Sammlungen kontextualisieren. Das habe ich in dem Beispiel versucht deutlich zu machen, indem ich darauf hingewiesen habe, was in diesem Fall nicht zur Sprache kam bei Linné, was sich eigentlich dann auch nur vor dem historischen Hintergrund verstehen lässt, beziehungsweise 100 Jahre später lässt sich nur vor dem Hintergrund, dem kulturellen Hintergrund der viktorianischen Periode oder des viktorianischen Englands verstehen, warum Mimikry so ein Thema wird. Gut, und die drei Herausforderungen möchte ich jetzt nacheinander durchgehen und werde dann gegen Ende immer mehr zu Humboldts botanischer Arithmetik kommen. Sammlungen navigieren.
Sammlungen stellen den Versuch dar, eine Welt auf kleinem Raum darzustellen. Das ist eine wohlbekannte These. Sie ist vor allen Dingen von Krzysztof Pomian vorgetragen worden. Und Sammlungen tun das, indem sie zunächst einmal Gegenstände aus ihren Zusammenhängen herauslösen, isolieren, dekontextualisieren und in eine Sammlung aufnehmen. Das bedeutet aber gerade nicht, und das ist die Pointe von Pomians Philosophie des Museums, wenn man so will, dass sie aller Bedeutungen entkleidet werden, sondern in der Sammlung werden sie vielmehr zu Trägern, wie er es nennt, von verborgenen Beziehungen. Und wir haben das eben an dem, an der Biene, an der Motte ganz gut gesehen. Anke Theesen hat einen sehr schönen Ausdruck gefunden, glaube ich. Sie spricht von Sammlungen als Zeigeräume, wobei man das, glaube ich, so verstehen muss, dass auch die Objekte und Texte, die in Sammlungen aufbewahrt sind, aufeinander zeigen. Also es sind nicht einfach nur Zeigeräume, in denen Leuten, der Allgemeinheit etwas gezeigt wird, sondern es sind Zeigeräume, die durch vielfältige semantische Beziehungen, sozusagen interne semantische Beziehungen hergestellt werden. Und das ist auch gerade der Grund, warum zumindest in modernen Sammlungen Text und Objekt immer miteinander verflochten sind. Eine Pflanze, ein Insekt, das in eine naturgeschichtliche Sammlung, in eine moderne naturgeschichtliche Sammlung Aufnahme findet, kommt nicht ohne begleitende Texte aus. Und seien es nur der Ort, wo es gesammelt, der Ort und die Zeit, wo sie gesammelt wurden. Und normalerweise auch der Sammler. Ja. Diese Verflechtung lässt sich anhand von drei Grundoperationen beschreiben. Benennen, ordnen und bewerten. Die möchte ich jetzt kurz durchgehen am Beispiel von Linné. Benennen ist vielleicht die am einfachsten nachzuvollziehende Operation, das, was Taxonomen zumindest nach außen hauptsächlich tun. Sie benennen Pflanzen und Tiere. Es gibt aber auch vielfältige andere Bezeichnungen natürlich, mit denen Sammlungsgegenstände belegt werden können. Begriffe, ganz normale Begriffe, außer den Namen, aber auch und entscheidend immer Nummern. Ja, immer, es sind immer Nummern dabei, ständig. Und diese Benennungen bilden ein sehr dichtes Geflecht von Synonymiebeziehungen, die im Grunde genommen den Zweck haben, unterschiedlichste Kontexte zu verknüpfen. Wieder an einem Beispiel von Linné, das ist Linnés Herbarexemplar einer Tabakpflanze, Nicotiana tabacum. Und man sieht hier, wie Linné, das ist ein Ausschnitt wieder aus dem Systema Naturae, wo er die Tabakpflanze auch aufführt. Und man sieht, dass die Nummern, die hier verwendet werden, um die Arten von Nicotiana durchzuzählen und die sogenannten Artnamen, der zweite Teil wissenschaftlicher Pflanzen- und Tierbezeichnung, auf dem Herbarblatt verzeichnet sind. Das Herbarblatt ist also mit diesem Text korreliert. Das Herbarblatt kommt, anders als bei vielen anderen Naturforschern des 18. Jahrhunderts, ansonsten bei Linné ganz ohne Texte aus. Man sieht aber, dass der Eintrag im Systema Naturae, wie wir vorhin schon bei der Biene gesehen haben, dann eine sogenannte Synonymieliste hat und auf andere Werke verweist, unter anderem auf einen Pflanzenkatalog von Pflanzen eines botanischen Gartens in Holland, den Linné 1737 verfasst hat. 1751 ist falsch, das ist ja ärgerlich, wo ich schon so viel von Zahlen rede. Also 1737, das ist leider eine sehr schlechte Reproduktion, aber man sieht hier, dass auf den Eintrag für den Tabak eine lange Liste von Namen folgt. Und das sind alles Namen, die Linné aus anderen Texten hier zusammenführt.
Im Grunde genommen ist alles, oder alles, zu dem Linné Zugang hatte, was je über die Tabakpflanze im europäischen Schrifttum verzeichnet worden ist, hier mit gemeint. Ja, das kann man sich sozusagen dazu heften. Das habe ich auch gemacht, als ich an meiner Doktorarbeit saß. Heute mache ich das nicht mehr, ist alles eh im Internet. Findet man schnell. Was interessant ist, häufig werden diese Namen, die Linné einführt, wie Nicotiana, gewissermaßen als imperialistischer Akt verstanden. Alle anderen Namen sind ungültig, heißt es. Aber was man sieht, ist, dass tatsächlich selbst die Namen der Einheimischen in Amerika noch verzeichnet sind. Es geht also nicht darum, die Namen zu ersetzen, sondern wirklich ein Netz von Synonymien zu erzeugen, das ganz unterschiedliche kulturelle Kontexte verknüpft. Ordnen. Mit Ordnen meine ich nicht einfach Klassifikation, sondern tatsächlich das Anordnen von Sammlungsgegenständen. Klassifikation ist ein ungeheuer kompliziertes Thema und hat Philosophen sehr beschäftigt. Und irgendwie halte ich es ein bisschen für ein Erkenntnishindernis und ich habe das deshalb so gewissermaßen aufgespalten. Also mit Ordnen ist nicht Klassifikation gemeint, sondern tatsächlich Anordnung im physischen Raum. Ordnen in diesem Sinne ist jeder Klassifikation vorgängig. Naturhistoriker oder Taxonomen, wie sie sich heute lieber nennen, haben dafür sogar einen Namen, das nennt sich dann Alpha-Taxonomie, und sie haben dafür bestimmte Orte, bestimmte Möbel. Es gibt in naturhistorischen Museen große Tische, die nur diesem Zweck dienen, die Sammlungsgegenstände auszubreiten, zu vergleichen, andere Kombinationen zu versuchen, sie physisch im Raum anzuordnen. Und das ist eine ganz fundamentale Operation von Naturhistorikern. Und auch wichtig ist, dass nicht nur die Sammlungsgegenstände, sondern auch die Bezeichnungen, die Wörter, die man für sie verwendet, so geordnet werden können. Das möchte ich ebenfalls kurz illustrieren anhand von zwei Beispielen bei Linné, eigentlich zwei technischen Innovationen, die Linné gemacht hat. Einmal den Sammlungsschrank, den Herbarschrank, der schon erwähnt wurde, den er entworfen hat. Also rechts, das ist kein Herbarschrank von Linné selbst, aber von einem Zeitgenossen, der ihn genau nach den Angaben hat herstellen lassen und auch, wo dann zum Glück auch noch, wie im 18. Jahrhundert, die Herbarblätter drin aufbewahrt sind. Linnés Schränke, die genauso aussehen, sind auch erhalten, aber ohne die Herbarblätter. Der Vorteil, den diese Anordnung bot, war, dass man die einzelnen Belegexemplare aus dem Herbarium herausnehmen konnte und auch auf einem Tisch ausbreiten konnte, unterschiedlich zusammenstellen konnte. Man konnte die ganze Sammlung rearrangieren. Und diese kleinen Böden hier, die man hier sieht, die sind auch so angebracht, dass sich der Abstand zwischen ihnen variieren lässt. Und Linné hat zu diesem Zweck auch die Herbarblätter, die er verwendet hat, auf ein ganz bestimmtes Maß immer reduziert. Hier ist eine Pflanze, die er von einem anderen Sammler geschenkt bekommen hat, und man sieht, dass ein sehr schönes Etikett, was dieser Sammler verwendet hat, einfach radikal durchgeschnitten wurde. Auch diese Vase, die da aufgeklebt ist als kleiner Druck, ist einfach gekappt. Ja? Also Linné legte viel Wert darauf, auf dieses bestimmte physische Arrangement. Ein anderes Ordnungsinstrument, das er für sich im späteren Leben entwirft, sind diese Papierzettel, die genauso aussehen wie Karteikarten und wie wir auch haben mühsam rekonstruieren können, die Linné auch verwendet hat wie Karteikarten, wahrscheinlich genau in dieser Art. Und hier sieht man, dass es um das Arrangement nur von Worten geht.
Ja, also auch hier kann er, und es gibt viele Beispiele dafür, sich zum Beispiel neue Gedanken über die Gattungszugehörigkeit einer Art machen, den alten Namen durchstreichen, einen neuen ranschreiben und die Karte umsortieren. Ja, hat ihm zum Ende seines Lebens erlaubt, trotz diverser gesundheitlicher Schwierigkeiten und so weiter noch nachzukommen mit der Arbeit. Er hat nicht viel Aufhebens aus diesem, im Gegensatz zu dem Herbarschrank, von dieser Innovation gemacht. Okay, bewerten. Das ist wahrscheinlich eine schlechte Übersetzung für das englische Wort Ranking, das, was Taxonomen auch ständig machen. Sie gruppieren Lebewesen, nicht nur Pflanzen und Tiere, zu Arten oder Gattungen, sondern sie schreiben diesen Gruppierungen auch einen bestimmten Rang zu. Das ist ein Rang in der sogenannten Linnaeischen Hierarchie von Art, Gattung, Familie, Ordnung, Klasse. Ja. Und das ist mit einer der, wenn man so will, rätselhaftesten Beschäftigungen von Taxonomen, weil es diese Ränge offensichtlich, zumindest sind sehr viele Leute der Meinung, dass das der Fall ist, in der Natur nicht gibt. Es gibt in der Natur nicht etwas, was dem Rang einer Gattung entspricht. Es gibt sowas wie Gattungen, ja, aber den Rang, was den auszeichnen soll, was alle Gattungen miteinander vereint, wie sich das definieren ließe, ist eine völlig offene Frage. Ich glaube, dass dieses Ranking, dieses Bewerten im Wesentlichen damit zu tun hat, dass es auch eine Ökonomie des Sammelns gibt. Objekte werden erworben, sie werden aber auch getauscht und sie werden, ganz besonders wichtig, auch immer wieder ausgesondert und vernichtet. Und dafür ist es entscheidend, dafür muss man Bewertungen machen. Man muss beispielsweise entscheiden, was ein Duplikat ist, wenn man es mit jemand anders tauschen will oder wenn man genug davon hat und mal Platz schaffen muss für anderes. Das heißt, dieses Bewerten hat etwas mit der Einschätzung zu tun, was selten ist, was kurios ist, was irgendwie für sich allein steht, was bemerkenswert ist, was gemein oder gewöhnlich ist. Das ist der eigentliche Zweck dieser Ränge in der Linnaeischen Hierarchie. Man kann dann zum Beispiel, und das werden wir dann am Schluss sehen, wenn wir zu Humboldt kommen, man kann dann zum Beispiel anfangen, Arten innerhalb von Gattungen zu zählen und zu sagen, es gibt Arten, die besonders divers sind, besonders artenreich und Gattungen, die im Grunde genommen nur aus einer Art bestehen. Und im Grunde genommen ist das eine ganz entscheidende und häufig übersehene, weil so rätselhafte Innovation Linnaeus gewesen, dass er diese Ränge festgelegt hat, die sogenannte Linnaeische Hierarchie von Art, Gattung, oder eigentlich beginnt sie mit Varietät, Art, Gattung, Familie, Ordnung, Klasse und so weiter, dass er die Bedeutung dieser Begriffe festgelegt hat diese Hierarchie in die Welt gesetzt hat. Sie wird oft verwechselt mit der Scala Naturae, Stufenleiter der Wesen, folgt aber einer vollkommen anderen Logik, nämlich einer Logik der Perfektion, beziehungsweise, wie sagt man denn im Deutschen für das Umgekehrte, der technische Ausdruck ist Privation, aber es geht um Nobilität, um eine Hierarchie des Rangs, aber in einem völlig anderen Sinne, in dem die höheren Ränge vollkommener sind als niedere Ränge. Während man bei Linnaeus Gattungen nicht sagen kann, dass sie vollkommener sind als die Arten. Ja. Das ist alles ein bisschen schwierig, aber vielleicht wird es am Beispiel deutlich. Das ist eine Darstellung der Scala Naturae von einem Zeitgenossen Linnaeus, Charles Bonnet.
dem Schweizer Naturforscher Charles Bonnet. Und man sieht hier genau, dass er sich viel Mühe gibt, alle Lebewesen auf dieser Stufenleiter anzuordnen. Die Pflanzen sind natürlich weniger vollkommen als die Insekten. Und das geht dann bis zum Menschen. Die Engel kommen bei Bonnet, glaube ich, nicht mehr vor. Aber das gab es vorher auch. Die Hierarchie bei Linné sieht ganz anders aus. Und hier sieht man sehr schön, was man alles auf Papier tun kann. Das ist Linné, der sich mit dem Arrangieren von Gattungen in, was er natürliche Ordnungen nennt. Also hier veröffentlicht er 1751 die natürlichen Ordnungen, die alle hier mit Großbuchstaben angegeben sind, und listet unter ihnen alle Gattungen auf, die dazugehören. Und er ist natürlich nie mit dem Ergebnis ganz zufrieden und benutzt das Publizierte dann als sozusagen Experimentierfläche, um andere Anordnungen auszuprobieren, und nimmt auch ganz massive Umordnungen vor. Das ist ein Fall, mit dem ich mich ein bisschen näher beschäftigt habe. Das ist Palm Fern in Englisch. Jetzt weiß ich nicht, wie die auf Deutsch heißen. Vielleicht auch Palmfarne. Das ist sind die Palmfarne, Cycas, die Gattung Cycas. Man sieht, dass ursprünglich waren sie bei den Palmen eingeordnet, und Linné versetzt sie in die Farne. Ja? Und das ist ein ganz entscheidender Schritt, weil man sieht schon an den Nummern hier, 1 ne, und 55, die liegen weit auseinander. Und zwar lagen sie traditionell weit auseinander auf der Scala Naturae. Palmen waren die vollkommensten Pflanzen, und die Farne, die kamen irgendwo kurz über den Moosen und waren sowas wie die Bauern im Pflanzenreich. Das ist eine bildliche Darstellung des natürlichen Systems von zwei Schülern Linnés. Linné hat die nicht selbst hergestellt, aber als die vorgelegt wurde im Druck schon lange tot. Aber es basiert auf Vorlesungen Linnés. Und wenn man dort sich anschaut, wie hier Palmen und Farne zusammengebracht werden, ja, dann sieht man, dass die Scala Naturae so in sich aufgewickelt worden ist. Und dieses Ordnungssystem folgt einem vollkommen anderen Begriff. Die Größe dieser Kreise hier korrespondiert mit der Zahl der Gattungen pro Ordnung. Ja, also die Kompositen sind eine besonders gattungsreiche Ordnung der Pflanzen, ja, während die Farne etwas gattungsärmer sind. Das ist natürlich Linné, der kannte vermutlich noch nicht alle Farne. Oder dachte, das ist eh alles dasselbe. Also dieses Rangieren von Arten und Gattungen spielt gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine ganz große Rolle. Es kommen immer mehr auch solche bildliche Darstellungen zustande, und wie ich behauptet habe, hängt das damit zusammen, dass Naturforscher nach so etwas wie Einheiten der Äquivalenz auf der Suche sind. Linné vergleicht die Gattung explizit mit Münzen, mit Äquivalenz, und man kann sich das so vorstellen, vielleicht am einfachsten, dass alle Gattungen, die zu den Kompositen gehören, sind in gewisser Hinsicht gleich, ja, und austauschbar. Und wenn man eine Sammlung hat mit bereits, was steht da, 100, ich glaube 120 Gattungen steht hier bei den Kompositen, 119 Gattungen von Kompositen, dann ist die 120. vielleicht nicht so entscheidend. Ja? Also man gewinnt ein Maß für Diversität. Das beginnt im Grunde genommen erst dann. Und dies ist auch der Punkt, den ich jetzt in weiteren zwei Teilen meines Vortrages ausarbeiten will, dass man sich klar machen muss, dass dieser Gedanke, Arten zu zählen, im Grunde genommen ein sehr seltsamer Gedanke ist. Das wäre etwas, was beispielsweise Aristoteles nie in den Sinn gekommen wäre. Was soll das bedeuten, dass es 120 Gattungen von, dass es gerade 120 sind von den Kompositen, dass es 120 Gattungen sind, und warum soll man es überhaupt zählen? Das
ist das nicht Fliegenzählerei. Ja, ja das ist es gewissermaßen, ja, Fliegenbeinzählerei. Okay, wir werden sehen, ob wir ein bisschen mehr hinter das Rätsel kommen. Ich wollte diesen Teil damit beenden, dass und darauf verweisen, was aus diesem Projekt geworden ist, indem wir uns mit Linnés Schreibtechnologien befasst haben. Es werden jetzt sämtliche Manuskripte Linnés online gestellt. Die Linnean Society hat Geld von der Mellon Foundation dafür bekommen. Und wir versuchen gewissermaßen vieles von dem, was wir herausgefunden haben über die interne Logik dieser Manuskripte, einige der Sachen, die ich gerade erläutert habe, in dieser Online-Präsentation umzusetzen. Es gibt dann leider noch nichts zu sehen. Mitte des Monats ist da vielleicht das erste Pilotmanuskript sichtbar, also wenn Sie sich das mal anschauen wollen. Ganz wichtig war uns aber auch, die Verbindung herzustellen, also die Informationen aus den Manuskripten herauszufiltern sozusagen, die es erlauben, die Manuskripte jeweils mit den Herbarexemplaren oder Insekten- und Fischexemplaren, die es von Linné gibt, direkt zu verbinden. Dass man also in gewisser Weise dieses komplexe Netz von semantischen Beziehungen für die Präsentation im Internet selbst nutzt. Also hier in diesem Falle würde das dann so aussehen, dass es hier ein Transkriptionsfeld gibt, in dem die Gattungsnamen verzeichnet werden und wenn man darauf klickt, wird man direkt zu den entsprechenden Herbarexemplaren geführt und zu den Briefen, die Linné mit anderen Naturforschern ausgetauscht hat. Also man hat dann sozusagen das ganze Netz. Gut, aber das ist noch Zukunftsmusik. Mal sehen, was daraus wird. Okay, Sammlungen historialisieren. Das wäre der nächste Punkt. Und ich möchte diesen Punkt thematisieren, indem ich gewissermaßen hineinzoome in ein Objekt und dieses Objekt ist eben kein Objekt im üblichen Sinne, sondern ein Buch, aber ich behandle es als Objekt. Also Sammlungen historialisieren, ich hatte das schon angedeutet, bedeutet für mich so etwas wie Sammlungsarchäologie zu betreiben. Sammlungen wachsen und sollen wachsen. Und wie die meisten hier wahrscheinlich wissen, dieses Wachstum erfolgt nicht kontinuierlich, sondern, wenn man so will, in Schüben. Also typisch für Sammlungen ist eigentlich, dass sie Sammlungen von Sammlungen sind und nicht einfach nur von Objekten. Sie haben also eine innere Struktur. Und diese Struktur wird darüber hinaus auch noch dadurch erzeugt, dass die verschiedenen, wie soll man sie jetzt möglichst allgemein nennen, Kustoden, Besitzer, Verantwortlichen für diese Sammlungen, die Sammlungen auch immer wieder aufarbeiten, ja, und immer wieder einer Revision unterziehen und auch verschiedenen Sammlungen, die hinzukommen, mit dem, was schon da ist, integrieren wollen. Und das erzeugt eben diese Vielfalt von Verzeichnissen, Katalogen, die alle in gewisser Weise Teil der Sammlung sind und eigentlich in der Regel auch sehr akribisch aufbewahrt werden mit der Sammlung. Und in diesem Sinne, also in einem starken Sinne von Historialisierung, stellen Sammlungen sowas wie im Raum geronnene Geschichte dar. Und ich will das, wie gesagt, an einem einzigen Objekt demonstrieren. Das ist Karl Ludwig Wildenoos, wieder ein Botaniker, Handexemplar der von ihm publizierten Flora Berolinensis, 1787 in Berlin
passenderweise publiziert. Wildenow hat dieses Handexemplar mit vielen Annotationen versehen. Er bereitete eine zweite Auflage vor. Das Buch heißt in der Übersetzung auch Vorbote zu einer Flora Berlins, Prodromus. Und es finden sich unterschiedliche Textsorten in diesem Handexemplar. Unterschiedliche Textschichten, wenn man so will. Zunächst einmal dieses eingebundene Manuskript, ein Auszug, aus, den Wildenow angelegt hat, aus einer Flora Marchica, wo er Pflanzen auflistet, die in einer zuvor publizierten Flora, in dem Falle Marchica ist Mark Brandenburg, glaube ich, oder Mark, die Mark, aufgeführt worden sind. Und erzählt, und das ist interessant, erzählt, wie viele Arten dieser Mensch Elsholz ein gutes Jahrhundert vor ihm beschrieben hat, in dieser Flora Marchica. Das ist die kleine Rechnung, die er da macht. Hier sieht man nur, dass Wildenow eine zweite Auflage vorbereitet in Editione Altera Genera Umbelli Ferrarum et Fungorum Emendanda Sunt. In der zweiten Auflage sind die Umbelliferen und Pilze zu verbessern. Und das Buch ist durchschossen mit ursprünglich leeren Blättern, auf denen Wildenow Notizen während seiner Exkursionen in und um Berlin herum macht. Hier die Beschreibung einer neuen Art, die er auf diesen Exkursionen entdeckt, Carex paradoxa, in der Jungfernheide hinterm Pulvermagazin Frequenz, also häufig anzutreffen. Eine lange Beschreibung. Und wieder gibt es Nummern, die dann auf einem Index am Ende des Bandes verweisen, 1308. Und diese Nummerierung führt die Nummerierung der Flora fort. Die Flora hat also, das sieht man, glaube ich, mal schauen, hier, hier sieht man die letzte Zahl, 1234 Arten in und um Berlin beschrieben, und diese Nummerierung führt die Nummerierung einfach fort. Ja. Also man sieht, dass es gewissermaßen drei Schichten hier gibt. Wildenow versichert sich sehr genau über den Stand der Forschung, würde man heute sagen, und zählt die Arten dort. Und dann gibt es diesen gedruckten Text, der so eine Art Zwischenstand darstellt, und dann die Notizen, die sozusagen mit der Zeit dazukommen und diesen Zwischenstand aktualisieren, permanent. Dieses Objekt, dieses Buch, ist auch wieder verknüpft mit dem Herbarium, wie bei Linné. Hier gibt es, das ist aus dem Herbarium Wildenows. Die Zettel sind dankenswerterweise aufbewahrt worden, die ursprünglich mit den Pflanzen verknüpft waren. Das hier ist ein Riss, der um den Pflanzenstängel, der Zettel wurde an dem Pflanzenstängel befestigt. Und das ist also Wildenows ursprüngliches Etikett. Und hier sieht man die Nummer, die unter der Carex paradoxa neu aufgeführt ist. Hier sieht man 1308. Dummerweise ist es hier 1368. Aber das ist übrigens alles voller Fehler, diese ganzen Nummern und Namen. Das macht die Geschichte ein bisschen schwierig. Von der Pflanze hat Wildenow 7 Exemplare gesammelt, die alle aufbewahrt sind. Und die Pflanze hat ihn besonders beschäftigt, und hier sind wir eigentlich schon wieder beim Kontextualisieren, aber es ist so eine schöne Geschichte, dass ich sie
gerne erzählen möchte, die hat ihn besonders beschäftigt, weil sie nicht in eine der Klassen des Linnaeischen Sexualsystems fiel, sondern so eine Art Zwitterwesen war. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch diese 7 Exemplare gesammelt, weil es sich um eine Gräserart handelt, bei der die Geschlechtsmerkmale besonders stark variieren. Das wird hier diskutiert. Da sieht man vielleicht das Wort Femines, Frauen. In einem Lehrbuch der Botanik, das Willdenow verfasst hat, gibt es den, ich würde mal sagen, für das Ende des 18. Jahrhunderts bemerkenswerten Satz, dass das Geschlecht das unbeständigste in der Welt sei. Also so festgelegt war das damals schon nicht. Aber ich will bei den Nummern bleiben, weil es finden sich auch wieder kleine Rechnungen in diesem Band von Willdenow an zwei Stellen. An der zweiten Stelle, wo sich diese Rechnungen finden, interessanterweise in einer anderen Handschrift. Also hier haben wir eine vierte Schicht. Das ist die Handschrift von Karl Sigismund Kundt, der eine Weile Willdenow assistiert hat. Ein junger Handelsangestellter, wie es in zeitgenössischen oder in Nachrufen heißt, auf Kundt. Kundt hat gewissermaßen den botanischen Nachlass von Willdenow verwaltet, hat das Herbarium mit dem großen Herbarium, dem königlichen Herbarium integriert. Das waren immerhin 16.000 Pflanzen. Aber vor allen Dingen auch, er war es, der dann tatsächlich die zweite Auflage der Flora Berolinensis fertiggestellt hat und unter seinem eigenen Namen veröffentlicht hat. Und diese Rechnungen dienen dazu, das Verhältnis von Phanerogam und Kryptogam zu berechnen. Phanerogam, Pflanzen, bei denen man die Blüten sieht, wenn man so will, Blütenpflanzen und Kryptogam, Moose, Farne, bei denen man sie nicht ohne weiteres sieht zumindest. Und das hat einen ganz praktischen Grund, denn Kundt wollte die zweite Auflage in zwei Bänden vorlegen, einen zu den Phanerogamen und einen zu den Kryptogamen. Und das hat er dann auch gemacht. Aber es sind wieder diese Zahlen im Spiel. Die sollen uns jetzt im letzten Teil meines Vortrages beschäftigen. Wie viel Zeit habe ich noch? Ist gut, okay, gut. Gut. Das ist Karl Sigismund Kundt. Er sieht sehr ernst aus und ich vermute mal auch, er war ein ernster, nüchterner Mann. Sehr viel ist über ihn nicht herauszufinden. Er hat nicht nur Willdenow assistiert, sondern wurde für lange Zeit auch Assistent von Alexander von Humboldt und hat auch eine ganze Weile auch in Paris gelebt und hat im Grunde genommen für Humboldt und Bonpland große Teile der Pflanzen aus Südamerika bearbeitet, die dann publiziert wurden in diesem Prachtwerk Nova Genera et Species Plantarum. Auf der zweiten Titelseite ist Kunstanteil auch, wird Kunstanteil auch genannt. Kundts Aufgabe bestand im Wesentlichen darin, die Artbeschreibungen, die Pflanzen zu identifizieren, die Arten zu beschreiben, sie zu klassifizieren, sie den Gattungen und Arten zuzuordnen. Er hat aber auch etwas anderes gemacht, wofür dann letztendlich Humboldt berühmt geworden ist. Und ich kann Ihnen jetzt schon verraten, dass die Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzähle, nicht gut ausgeht. Karl Sigismund Kundt ist ein der Vertreter oder vertritt, wenn man so will, einen neuen Berufsstand. Das fängt im 18. Jahrhundert an, dass
es Leute gibt, die quasi als Angestellte von Privatpersonen, aber wenig später, schon im frühen 19. Jahrhundert, auch für Institutionen wie das British Museum, als Kuratoren arbeiten. Am British Museum hießen die Keeper. Ja. Linné hatte auch so eine Art Stellung für ein, zwei Jahre für diesen reichen Bankier Clifford, der den Botanischen Garten hatte, für den er diesen Katalog herstellte. Und Kund, ausgebildet als Handelsangestellter, also besonders gut im Rechnen, ja, kommt in Kontakt mit Wildenow. Wildenow vermittelt den Kontakt zu Humboldt und Kund wird so etwas wie ein professioneller Wissenschaftler, der für ein Monatsgehalt Wissenschaft macht. Ja, und zwar nicht als Professor, das ist natürlich nicht als Universitätsprofessor, das ist der entscheidende Unterschied hier. Und wie gesagt, Kund beschäftigt sich im Wesentlichen mit dem Beschreiben und Klassifizieren der Pflanzen, die Bonpland und Humboldt aus Südamerika mitgebracht haben. Aber er tut auch noch etwas anderes für Humboldt und das ist reine Rechnerei. Er geht, verschiedene Florenkataloge, Verzeichnisse von Pflanzen, die in bestimmten Ländern wachsen. Also diese Art Literatur, die wir gerade am Beispiel Wildenows kennengelernt haben, durch und zählt Arten oder Arten pro Pflanzenfamilie. Ja? Das war ein, wie diese Fußnote auf Latein leider festhält, eine, und das ist Humboldt, der gewissermaßen Kund dankt für diese undankbare Aufgabe, letztendlich undankbare Aufgabe, weil alle diese Floren, auch Wildenows, nach dem Sexualsystem angeordnet waren, das diese natürlichen Pflanzenfamilien nicht berücksichtigt. Das heißt, er musste diese ganzen Floren durchgehen, alles umarrangieren und dann in diese Zahlen bringen. Das ist die Fußnote nochmal, genau, in der Humboldt das erwähnt und der Werte Kund und die Hilfe des Werten Kunds erwähnt. Das sind, es sind leider nur sehr wenige Reste von den Manuskripten übrig, die Kund im Laufe dieser Arbeit verfasst. Es gibt wohl ein gemeinsames Projekt von Kund und Humboldt, das dann allerdings nie realisiert wurde. Es gibt sogar einen Vertragsentwurf mit einem Pariser Verleger, ein großes Buch zur Pflanzengeografie 1825-26 und davon gibt es einige Reste dieser Arbeit, an dieser Rechenarbeit, diesen Zählen von Arten pro Familie. Der Witz bei der Geschichte ist, dass man auf die Weise Unterschiede zwischen verschiedenen Regionen feststellen kann. Also verglichen in dieser Tabelle werden die Artenzahlen für jede Familie in Frankreich, Deutschland und Lappland. Lappland, weil angeblich, wie es da heißt, Lappland das botanisch am besten untersuchte Gebiet war damals durch Linné und seine Schüler. Mehrere Schüler Linnés sind nach Lappland gezogen. Und es gibt systematische Unterschiede in der Zahl der Arten pro Gattung. Hier ist das Beispiel Cyperoideae, dazu gehört Carex und diese Riedgräser, die nehmen im Verhältnis zu anderen Sorten Gräsern nach Norden hinzu. Die werden im Verhältnis, es geht also eigentlich hier um die Verhältnisse, nicht die absoluten Zahlen, häufiger. Das ist eine der Sachen, die hier eine Rolle spielen. Man kann sich gut vorstellen, wie komplex das ist. Kund wird dann, ich glaube, stellvertretender Direktor des Königlichen Botanischen Gartens und bekommt auch eine Professur Ende der 20er Jahre an der Berliner Universität. Aus dieser Zeit gibt es Dokumente, die langsam deutlich werden lassen, worum es hier eigentlich geht und warum ausgerechnet Deutschland und Frankreich hier dabei sind. Es geht schlichtweg unter anderem darum, abzuschätzen, wie repräsentativ der eigene Botanische Garten in Berlin für die Welt ist.
wie reich er sozusagen ist. Ja? Das ist im Grunde genommen die Grundlage von Humboldts botanischer Arithmetik, für die er sehr berühmt ist. Das ist auch mittlerweile von einigen Biologiehistorikern viel kommentiert worden. Janet Brown zum Beispiel hat darüber viel geschrieben. Aber es geht im Grunde genommen darum, Diversität zu messen. Ja? Und zwar nicht nur Diversität in der Natur, sondern Diversität, wie sie in den Sammlungen repräsentiert ist. Also hier geht es um eine Abschätzung, wie viele Arten es denn überhaupt gibt und wie viele im Botanischen Garten von Berlin vorhanden sind. Wie ich erwähnte, und damit komme ich langsam zum Schluss, ist das eine traurige Geschichte. Kund verbringt dann im Grunde genommen den Rest seines Lebens mit diesem Mammutwerk der vollständigen Aufzählung in Numeratio aller Pflanzen im Königlichen Botanischen Garten Berlins. Das sind Tausende von Seiten, die so aussehen. Eine Art nach der anderen wird beschrieben. Das geht endlos weiter. Und jeder Band hat Addenda et Corrigenda. Es kommt ständig was hinzu. Es hört nie auf. Und das ist wahrscheinlich von Humboldt, der Nachruf auf Kund 1850, wonach er infolge geistiger Unmäßigkeit, sprich zu viel Arbeit, also alle sollten gewarnt sein, ungemein schwermütig und lebenssatt wurde und in einem Anfalle von Gemütskrankheit durchschnitt er sich am 22. März morgens die Blutgefäße am Halse und gab infolge von Verblutung wenige Stunden danach seinen Geist auf. Das ist ein, es ist nicht nur Sensationslüstern, das ist ein, schon bei Linné ein Thema in seinen späten Briefen, dass man sich in dieser Katalogisierungsarbeit eigentlich total verausgabt und erschöpft. Ja, das ist, das zieht sich durch, also auch so eine Art ökonomisches Motiv. Ja. Also man kommt nie damit zu Ende, man erschöpft sich und die Angst vor dieser Erschöpfung. Ja, leider ist es, ich sehe einige entsetzte Gesichter, aber leider ist das der Fall bei Karl Sigismund. Okay, damit komme ich zum Schluss. Zur Zukunft von Universitätssammlungen. Ich habe meine letzten Studierendenjahre, also wenn man die Dissertation nicht dazu rechnet, an der FU Berlin verbracht und im Institut für Paläontologie. Natürlich wird dort viel gesammelt. Wir hatten nirgendwo mehr Platz für all das Zeug, das von überall her herangeschleppt wurde. Es gab aber auch schon das Problem, das kündigte sich so an, dass es auch überall in Instituten versteckte Sammlungen gab und niemand wusste, was damit passieren sollte. Unter anderem sehr interessant im Institut für Genetik einen sogenannten Giftschrank mit Sonderdrucken aus den 30er Jahren, ja, also wo alles gesammelt war, was berühmte Vorgänger der Genetiker an dem Institut damals so publizierten. Und es gab damals auch die Diskussion, wegzuschmeißen, was soll man damit machen, aber auch Initiativen, dass daraus irgendwie etwas zu machen. Und ich hab Ihnen hier einen Vortrag gegeben, der mehr oder weniger aus der Nutzerperspektive kommt, des Wissenschaftshistorikers, und ich habe versucht zu zeigen, was ich als Wissenschaftshistoriker aus solchen Sammlungen gerne mache. Ja. Aber ich denke mal, es lassen sich doch einige Lehren daraus ziehen. Der erste Punkt, der mir sehr wichtig ist, dass Text und Objekt, Sammlung, Bibliothek und Archiv einfach zusammengehören. Ja, das sind nicht zwei Welten. Das ist jedem Kuratoren irgendwie selbstverständlich, aber es gibt natürlich auch praktische Gründe, warum man beides nicht am selben Ort haben kann.
Es gibt auch technische Gründe, die mit einfach mit den unterschiedlichen Arten von Dingen, mit denen man es dann bei Büchern und bei Objekten zu tun hat, dazu tun. Aber diese Verzeichnisse, Kataloge, annotierte Bücher, die ich hier verwendet habe, die gehören dazu. Auch wichtig ist, denke ich, dass diese Arbeit, Sammlungen zu navigieren, historialisieren und kontextualisieren, im Grunde genommen viele sehr grundlegende und klassische philologische und bibliografische Fertigkeiten voraussetzt, die auch nicht immer, trainiert werden, die aber auch manchmal, das kenne ich vor allen Dingen von Taxonomen, so als so eine Art Geheimwissen gehandelt werden von den jeweiligen Spezialisten für ein bestimmtes Sammlungsgebiet, sagen wir mal. Am Londoner Natural History Museum, die alten botanischen Sammlungen aus dem 18. Jahrhundert, mit denen umzugehen, da führt eigentlich kein Weg vorbei an Charlie Jarvis, der Kurator und Taxonom, der dafür zuständig ist. Auch wichtig, denke ich, ist, dass es, wenn es um den Kontakt mit der Öffentlichkeit geht, wenn es um Öffentlichkeit geht, Öffentlichkeitsarbeit geht, ich nicht glaube, dass es mit der Präsentation von Sammlungen im Internet getan ist. Ich denke, dass nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch die Wissenschaft enorm gewinnen könnte, wenn mit den Objekten gleichzeitig auch Forschungsinstrumente bereitgestellt werden. Und es gibt da inzwischen wirklich interessante Initiativen, ich vermute auch in Deutschland. Ich kenne sie eher aus England, die bekannteste ist das Bentham Project, wo im Grunde genommen die Manuskripte Benthams von der Öffentlichkeit im Moment transkribiert werden. Und das funktioniert wohl sehr gut über eine Online-Plattform. Die Leute müssen sich natürlich anmelden, das wird diszipliniert, das funktioniert nicht ganz nach dem Wikipedia-Gedanken. Aber es werden ihnen auch entsprechende Instrumente bereitgestellt, um das zu machen. Und da gibt es das Schlagwort Citizen Science, was natürlich gerade in der Taxonomie eigentlich immer ein Schlagwort war, weil in der Naturgeschichte Taxonomie die Grenze zwischen Amateuren und Wissenschaftlern immer sehr durchlässig war und eine große Abhängigkeit bestand. Aber man kann, glaube ich, Sammlungen auch begreifen als eine Plattform, die so etwas wie, und das ist auch wichtig, so etwas wie Bürgerwissenschaft ermöglicht. Und da von zentraler Bedeutung, denke ich, sind auch viele Vereine. Also wir werden mit diesem Linné-Projekt wahrscheinlich auch diesen Weg einschlagen, Crowdsourcing, wie man das auf Englisch nennt. Und die Linnaean Society und solche Gesellschaften gibt es auf allen möglichen Ebenen natürlich. Hier die Forster Gesellschaft. Wurde mir versichert von Kollegen an der Linnaean Society, würde wahnsinnig viele Leute kennen, who would die for transcribing a Linnaean manuscript. Ja. Okay, gut, damit bin ich am Ende. Danke.